Eins der interessanteren Dinge, die ich im Furry-Fandom sehe, ist die Furry-Charity. Wie Leandra vorhin schon angesprochen hat bei dem Thema von Dogbomb, der ja auch viel im Sinne von Charity für ALS gemacht hat. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass jede Convention, jede Furry-Convention und auch jede größere Furry-Veranstaltung einen Charity-Partner hat? Ja. Ja. Das gehört einfach dazu. Ich habe das Gefühl, das gehört aber mittlerweile einfach nur zum guten Ton irgendwie dazu. Hm. Weiß ich nicht. Ja, aber ich finde das. Ihr habt eine Veranstaltung, ihr habt keinen Charity-Partner? Nee, da gehe ich nicht hin. Nee, aber ich finde das insofern interessant, als dass ich denke, dass das so ziemlich die einzige größere Community ist, die sowas macht. Hm, nö, sag das mal nicht. Nein, das machen wir andere. Mal, im ich sag nur Star Wars. Ich sag nur Gaming. Ich sag nur, ja, siehst du? Gaming ist definitiv Fußball auch. Aber bei das kannst du nicht verallgemeinern. Genau, da kannst du es nicht verallgemeinern. Ist es vielleicht nicht so auffallend, aber ich glaube, das tun noch sehr viele, das mit den Charity. Deswegen ja. Hat sich. Mir ist bisher immer an mir vorbei irgendwie. Weiß nicht. Aber deswegen schon auf so vielen Cons. Ja, aber deswegen hat sich es wahrscheinlich auch etabliert so mit der Zeit, weil die Furries einfach bereit sind, so zu sehen, zu spenden. Ja, ich glaube auch, dass die Spendenbereitschaft schon eine andere ist, auf jeden Fall. Das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist der Zusammenhalt, sag ich mal, und der Wille, für einen guten Zweck zu spenden, sehe ich, ist im Furry-Fandom wesentlich größer als bei anderen Communities. Auch so natürlich. Die Hilfsbereitschaft bei Furries ist ja auch eine ganz andere, als wenn man sich jetzt, ich sage es mal, nur in der Cosplay- oder Anime-Richtung unterwegs sein will. Weil ich glaube, durch diese Offenheit und durch diese Familiärheit, also bei den meisten zumindest, wenn wir jetzt mal absehen von diesem Drama-Shit-Zeugs, wie auch immer, sind wir ja schon eine krass offene Community, die dann einfach nur, ich sage mal, mit offenen Armen jedem gegenüberkommt. Also egal wer, egal auf welcher Con du bist, auf welchen Dance du bist, du hast immer irgendwo die Möglichkeit, mit jemandem sich zu unterhalten, wenn du dann dich normal unterhältst oder so. Aber ansonsten, die sind halt schon sehr offen und sehr freundlich. Und ich glaube, da ist auch die Gegebenheit besser für so eine Charity-Sache. Das ist ja unterm Strich ja auch eine gute Sache, weil sie spenden ja nicht für irgendeinen Blödsinn, sondern meistens ja schon wirklich für Tierhilfen. Die meistens für Tiere, ja. Und die können das auch gut gebrauchen. Ja, freuen sich natürlich die Partner. Vor allen Dingen Tierschutzorganisationen, Tierhilfsorganisationen sind ja meistens die teilweise auch rein von Spenden leben, weil sie schlichtweg keine anderen Einkünfte haben. Das ist nichts, das wird vom Staat bezuschusst oder sonstiges. Ja, genau. Ja, aber das ist nichts, da geht kein großer Pharmahersteller her und drückt den was weiß ich wie viel Geld in die Hand. Das ist wirklich, zum Großteil sind Tierheime rein Spenden getrieben. Und wenn die nicht mehr haben, dann gibt's die nicht mehr. Dabei ist das trotzdem eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, die übernehmen. Und wenn du Conchair bist, dann bist du natürlich glücklich, wenn du weißt, ja, Furries, die spenden gerne und da gibt's gute Kooperationspartner, denen könnte ich zum Beispiel helfen. Und noch dazu hast du ja auch was dann so gesehen auf der Con auch irgendwie angeboten wird. Die haben ja dann ihren Stand, die machen dann auch meistens irgendwas oder so. Genau. Obwohl man muss auch dabei sagen, es ist ja nicht nur Tiere oder sowas. Es gibt ja auch zum Beispiel, das beste Beispiel war ja damals bei der Anthrocon, wo Fernandos, also dieses Restaurant, eigentlich schließen wollte oder hätte schließen müssen, wären die Furries nicht vorbeigekommen und hätten eine Foundation gemacht, für die, dass sie den Laden trotzdem behalten und der ist jetzt immer noch da und dank den Furries sind die ja, kann er sein Geschäft halt weiterführen. Und das finde ich ja auch so genial. Also selbst wenn sie merken, okay, da ist ein Laden, der mit Herzblut irgendwo dabei ist, wie auch immer, die helfen jeden in jeder Art und Weise. Also am meisten natürlich bei den Tieren, das sowieso. Aber es ist auch zwischendurch, je nachdem, wer jetzt wirklich Hilfe braucht oder so. Auch zum Beispiel, da gab es die Situation von Differently, da gab es ja der Macher davon, dieses, ich sag jetzt mal, Cabot, also Hasen-Katzenvieh, was komplett in Neon-Pink ist. Also der ein oder andere hat das dann mitgekriegt, der hat mit seiner Partnerin, ist das komplette Apartment abgefackelt und dann hatte Damn Dog Games, also beziehungsweise Corey Coyote, der YouTuber, hat dann auch eine Spenden-Commission, also Spenden-Stream gemacht und alles mögliche dafür getan, dass es denen halt besser geht, weil das war schon echt übelst mit dem abgefackelten Haus und so. Ich hab mal noch so einen Link für YouTube. Da hat einer sich mal die Mühe gemacht und aus dem Jahr 2016 die ganzen Daten mal rausgezogen aus dem Internet und mit Leuten geredet. Und da macht er zum Beispiel eine Aufstellung
wie viel die ganzen, wie viele Leute gespendet haben, auf welcher Con, also die 10 größten. Ah, das ist interessant. Das fand ich ganz interessant. Spoiler Alert, also es geht von 8 bis, also in der Auflistung geht es von 8 bis 20 Dollar pro Nase. Und wenn die Euro-Reference ist auch mit auf der Liste. Das ist ich zum auch mal gespannt. Was im Live-Chat gerade schon drin steht, was auch manchmal vergessen wird, die Zoos. Die sind ja auch teilweise von Spenden abhängig und spenden auch wiederum für andere. Das sieht man fast in jedem Zoo, dass man entweder für einen Zoo spenden kann oder für irgendwelche Vereine, Hilfskräfte, die irgendwo was für irgendwelche Tiere machen. Die setzen sich auch noch sehr dafür ein und brauchen aber auch selbst noch die Spenden noch dazu. Weil meistens Ticketunterhalt gar nicht reicht für den Unterhalt, was sie für die Tiere. Das haben wir zum Beispiel früher immer gemacht. Wir haben uns getroffen in München-Gladbach, in dem Tiergarten, nennt er sich ja eigentlich. Ist ja auch im Prinzip wie ein Zoo aufgebaut. Und da sind wir auch immer Fursuiten gegangen und haben immer so Events davon gemacht, Kinder bespaßt und so. Und dann haben wir auch für diesen Zoo dann auch gespendet. Also jeder, der dann nachher gesuitet hat, hat dann selber dann auch nochmal Geld reingepackt in die Kasse, damit er dann auch, ich sag's mal, bestehen bleiben kann. Weil der war so niedlich und so schön klein, familiär, auch preislich kannst du den vollkommen gut bezahlen, nur sie können sich selber nicht halten, wenn sie weiterhin so einen niedrigen Preis haben wollen würden. Aber das finde ich immer cool. Ja, da sind Furry schon sehr dankbar. Bitte? Wie ist es vom Zoo aufgenommen worden? Ja, ist vom Zoo alles wunderbar. Also seit Jahren machen die das mittlerweile. Also das Revier in Anführungsstrichen, also NRW, da wo die ganzen Furries unterwegs sind, die sind eigentlich immer sehr, sehr, sehr darauf erpicht, beim München-Gladbacher Fursuit Walk da mit zu sein. Das heißt, man geht halt quer durch den Zoo mit seinen Fursuits und so und mit Spotter und hast du nicht gesehen. Und was Praktische daran ist, meistens ist an dem gleichen Abend dann auch irgendwo in der Nähe ein Stammtisch oder so und dann setzt man sich dann nochmal zusammen. Also es ist nicht nur, dass man einen guten Zweck hat, sondern man trifft dann auch direkt seine Freunde, also zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ist aber nicht der Gladbeck. Aber das ist natürlich, oder? Kommt drauf an, also du kannst halt direkt nach Gladbeck fahren oder Bottrop oder Köln oder sonstiges, das ist ja alles super, super nah beieinander. Früher war es zum Beispiel auch das AZ, also dass du nach Mülheim gefahren bist oder so und ja. Na gut, bietet es ja natürlich dann an, wenn es am gleichen Tag ist. Ja. Ich finde es einfach so aus. Habt ihr bei so Spendenaktionen schon mal mitgemacht oder gerade bei so Fursuit Walks, wo gespendet worden ist oder habt ihr auf einer Convention oder Dance schon mal gespendet? Schreibt es mal in den Live-Chat. Vor allem Furries sind da recht oft dankbar irgendwie, wenn sie dann so sehen. Das war ja auch bei Fernandos, glaube ich, auch wirklich einer der Hauptgründe. Es war ja in der Nähe von Anfrocon, Restaurant, das die einfach immer so nett behandelt hat und denen immer gutes Essen dann geliefert hat und dann alleine war das halt so als Dankeschön da. Weißt du, wenn du Fernandos dir anguckst, was die alles sich einfallen lassen, damit die Furries, weißt du, ihren Spaß haben. Du kriegst dann dein Essen, also dein Burrito in einem Hundefressnapf, wie auch immer. Extra T-Shirts und Plakate werden da fertig gemacht und so. Also einfach diese Liebe zum Detail. Und das hat, glaube ich, auch so das ein bisschen mitgepusht. Also diese Liebe, die Fernandos da so gesehen denen gegeben hat, haben sie dann halt einfach zurückgegeben, indem sie denen geholfen haben. Ja, das ist echt schön. Aber was macht das Restaurant den ganzen Rest vom Jahr? Ich meine, die Convention ist ja nur einmal. Und da muss ja irgendwie das ganze restliche Jahr ja auch irgendwie überleben. Ja, also die brauchten halt, also er brauchte diese Foundation, um die Sache wieder ans Laufen zu bekommen. Also für dieses einmalig, da war eine Gebühr gewesen, die er nicht bezahlen hätten können. Und dadurch konnte er das bezahlen und dann wieder weiter auferleben. Und dadurch kam er auch in die Nachrichten und alles Mögliche. Und viele Leute sind darauf aufmerksam geworden, sind dann auch dahin gegangen. Also er hat schon wesentlich mehr Kundschaft auch alleine durch diese Aufmerksamkeit natürlich dann auch bekommen. Genau, das war halt nur temporäre Schwierigkeiten für ihn. Ja. Okay, weil ich dachte am Anfang, es wäre grundsätzlich schlecht gelaufen, weil dann hätte es ja keinen Sinn gemacht auf lange Sicht. Nee, der hat halt eine übelst große Rechnung bekommen, die er bezahlen hätten müssen von der Stadt und alles und ja. Hat das halt so gelöst. Ja, ich glaube, die Initiative kam nicht mal von ihm, sondern eher von den Furries. Initiative also auch von absolut nicht von ihm. Das war einfach nur eine Benachrichtigung bei Twitter oder so. Und dann hat er einfach nur gesagt, Leute, damit ihr Bescheid wisst, so und so ist die Sache. Und dann ist gut. Und dann haben sich natürlich die Furries selber organisiert und das gemacht. Also er wusste davon absolut nichts. Mhm. Aber es gibt halt auch vor allem bei diesen größeren Cons und dann halt eben Fernandos eben viele so, die dann sich über die Zeit dann natürlich freuen und dann irgendwie willkommen
Teilnehmer von AnthroCon oder sowas. Ich glaube, das gehört auch oder so. Mittlerweile dazu. Also ich glaube auch so, zum Beispiel wie bei der EF ist es ja so, dass mittlerweile zum Beispiel McDonald's ja ein riesen Plakat aufstellt von wegen Willkommen Furries und mittlerweile unterzeichnen echt? Ja alle möglichen Leute darunter, weil es gehört irgendwie mit zur Convention ja. dazu, dass die Leute einfach halt nach Meckes gehen und wieder zurückgehen. Das ist genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel beim Nordic Fur Dance bist, du läufst halt unmittelbar beim Suitwalk einfach über die Promenade und am Hafen vorbei und das ist so, wenn das nicht gegeben ist, weißt du, okay, das ist dann nicht dieser richtige Stammtisch oder dieses Dance-Gefühl. Genauso wie auch damals, wenn wir nach Köln gefahren sind, wo damals noch der CFD beim Zeughaus war, dass wir, wenn du nicht den Kölner Dom irgendwie gesehen hast oder irgendwie da dran vorbeigelaufen bist oder so, es war einfach nicht dieser Köln-Dance. Es hat einfach nicht funktioniert irgendwie sonst. Ich meine, was Ähnliches hattest du ja auch in Magdeburg Ständer gehabt, noch in einer alten Location von der Euroference. Da waren teilweise die ganzen Shops, die dann da, weil genau, du ja auch teilweise durch Einkaufszentrum durchgegangen bist. Oder beziehungsweise auch, weil die halt wussten, dass du halt dir Proviant gekauft hast oder sowas. Die hatten da echt ohne Scheiß, auch beim Meckes, wie es schon gerade gesagt wurde, hey, hallo Furries, welcome to Germany, sowas nach dem Motto, ne? Oder welcome to your reference. Und dann hattest du dann halt ja auch deine Con-Badge in dem Sinne gehabt. Da konntest du, da musstest du die da vorzeigen, hast du 5% Rabatt gekriegt auf deine Bestellung. Ja, nicht nur bei McDonald's. Also your reference hat ja auch wirklich Partnerschaften, aktive mit auch den anderen Unternehmen oder irgendwie Einrichtungen oder Restaurants irgendwie in der Nähe, wo du, wie du gesagt hast, einfach das Con-Badge vorzeigst, da gibt es irgendwelche Sonderangebote dann eben für die Furries. Das ist richtig aber cool. Aber das Witzige ist, die haben das nicht vorher irgendwie mit der Orga von your reference oder so allgemein abgesprochen. Das haben sie einfach so für sich so entschieden, ne? Ja. Also Eurofriends, von dem, was ich gelesen habe, wirbt auch irgendwie zum Teil damit, was man dann mit dem Badge alles machen kann. Ja, wie gesagt, das war jetzt speziell so gewesen. Ne? Deswegen. Ja, mittlerweile ist es wirklich so, dass sie halt Kooperationen haben, dass du irgendwo vergünstigst auch essen kannst und alles. Also das kam jetzt nach und nach eher, weil es ist ja noch nicht sehr lange, dass sie in Berlin überhaupt sind. Mhm. Ja, genau, mit dem Estrell, ja. Wie viel sind es jetzt? 5 Jahre, würde ich jetzt sagen. Wo sie im Estrell sind. Ja, ich meine schon, weil die 20, die war ja das allererste Mal im Estrell. Genau, und ich war zu 18 da. Ja, hab sogar noch das Conti-Shirt. Ich auch nicht.